Hallo, ich bin Philipp und in diesem Video kannst du dein erlerntes Wissen zum Median auf die Probe stellen und spannende Aufgaben lösen. Hol dir bitte ein Blatt Papier und einen Stift. Stoppe dazu jetzt das Video und lege dir alles bereit. Kommen wir zu deiner ersten Aufgabe. In der 1a-Klasse wurden alle Kinder gefragt, wie viele Haustiere sie haben. Ordne die Werte und ermittle den Median. Du siehst hier die Antworten der Kinder. Ein Kind hat gar kein Haustier. Mehrere Kinder haben ein Haustier. Und eines hat sogar 6 Haustiere. Nimm das Blatt Papier, schreibe die Werte ab und ordne diese der Größe nach. Du kannst dir die bereits geordneten Werte mit einem Häkchen markieren, damit du keine vergisst. Kontrolliere am Ende, ob du 15 Werte aufgeschrieben hast. Pausiere jetzt das Video, um die Aufgabe zu lösen. In dieser Datenreihe kommen einige Werte mehrmals vor. Um den Median richtig bestimmen zu können, musst du beim Ordnen der Werte genauer arbeiten. Der kleinste Wert ist die 0. Danach kommt viermal die 1. Da 4 Kinder ein Haustier haben. Hast du alle Werte geordnet und abgehakt? Super, dann kontrolliere jetzt deine Lösung und bestimme dann den Median, wie du es in den vorherigen Videos gelernt hast. Richtig, der Median dieser Datenreihe beträgt 2. 2 ist der Wert, der in der Mitte der geordneten Datenreihe liegt. Nun zu deiner zweiten Aufgabe. In einer Gruppe sind 15 Kinder im Alter von 10 Jahren. Der Median ihrer Schuhgröße ist 36. Maxim meint, dass also genau 7 Kinder eine kleinere Schuhgröße als 36 haben. Hat er recht? Überprüfe seine Aussage und begründe deine Antwort. Du kannst dir dazu eine Datenreihe auf dein Blatt Papier schreiben. Diese muss aus 15 Werten bestehen. Und in der Mitte steht der Wert 36. Welche Werte können dann links und rechts von 36 stehen? Pausiere jetzt das Video, um die Aufgabe zu lösen. So könnte eine passende Datenreihe dazu aussehen. Diese Datenreihe startet bei dem Wert 30. Denn 10-Jährige haben wohl keine kleinere Schuhgröße als 30. Das Maximum dieser Datenreihe ist 45. Denn 10-Jährige haben wohl keine größere Schuhgröße. Der Median ist der Wert, der die Daten in 2 Hälften teilt, sodass die Hälfte der Werte kleiner oder gleich dem Median ist, und die andere Hälfte größer oder gleich dem Median ist. In einer Gruppe von 15 Kindern ist der Median der 8. Wert der geordneten Datenreihe. Kontrolliere jetzt, ob du den Median an die 8. Stelle gereiht hast und ob in deiner Datenreihe 7 Werte kleiner oder gleich dem Median sind und 7 Werte größer oder gleich dem Median sind. Nun zu Maxims Aussage. Es gibt 7 Kinder mit einer Schuhgröße kleiner oder gleich 36. Das bedeutet, bis zu 7 Kinder haben eine kleinere Schuhgröße als 36. Dass es genau 7 Kinder sind, ist jedoch nicht garantiert. Einige könnten genau die Schuhgröße 36 haben. In diesem Fall hätten sogar nur 5 Kinder eine kleinere Schuhgröße als 36. Die Antwort zur Aufgabe 2 lautet, Maxim könnte recht haben, jedoch ist dies nicht garantiert. Nun zur letzten Aufgabe. Finde die beiden richtigen Aussagen, die für den Median zutreffen, und denk dir zu jeder falschen Aussage eine Datenreihe aus, die deine Antwort begründet. Es reicht, wenn deine Datenreihe nur aus wenigen Werten besteht. Nimm jetzt bitte dein Blatt Papier und notiere dir untereinander die Ziffern 1 bis 4. So musst du nicht alle Aussagen abschreiben.
Deine Lösung kannst du dann neben die jeweilige Ziffer schreiben. Stoppe jetzt das Video, um die Aufgabe zu lösen. Kommen wir zur Lösung. Die Aussage, der Median muss immer in der Datenreihe vorkommen, ist nicht richtig. Ein Gegenbeispiel dazu wäre die Datenreihe mit den Werten 1, 2, 3, 4. Hier wäre der Median 2,5. Dieser Wert kommt nicht in der Datenreihe vor. Was ist der Median in deinem Beispiel? Die zweite Aussage, in der geordneten Datenreihe liegen links und rechts vom Median immer gleich viele Werte, ist richtig, da der Median immer genau in der Mitte der geordneten Datenreihe liegt. Die dritte Aussage, der Median ist immer kleiner als der größte Wert in der Datenreihe, ist falsch. Ein Gegenbeispiel dazu wäre die Datenreihe mit den Werten 1, 2, 2. In dieser Datenreihe beträgt der Median 2. Auch das Maximum dieser Datenreihe ist 2. Die letzte Aussage, wenn alle Werte der Datenreihe gleich sind, ist der Median gleich diesen Werten, ist natürlich richtig. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Lernzyklus zum Median. Ich hoffe, die Videos haben dir gefallen und ich wünsche dir noch viel Erfolg auf deinem weiteren Weg mit der Mathematik.